Tja, spannende Geschichte. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Minuten Anruf gekriegt. Und zwar, es geht um eine Warmblutstute. Die geht Dressur, L-Niveau, hat aber auch ein paar M-Lektionen drin. Und die blockiert ganz gerne. Das heißt, die sagt, die ist triebig, und sie ist nicht am Schenkel. Und die Reiterin kommt mit dem Schenkel auch nicht durch. Und sie sagt, das ist echt ätzend. Weil dann fängt die an, aus dem Mitteltrapp heraus einfach zu blockieren. Dann parkt die, dann zieht die die Handbremse. Oder es kann auch schon mal sein, sagt sie, dass, wenn sie dann etwas von ihr fordert, dass sie einfach den Hintern hoch nimmt, einfach kickt oder bockt oder was auch immer. So. Und sie sagt, wie kann man das lösen? Und dann habe ich sie gefragt, wie sieht das denn am Boden aus? Also ist sie dann am Boden, wenn du sie vorwärts schickst, ist sie da auch sehr, sehr verhalten oder geht sie da total frei? Und dann sagt sie ja, sie geht auch relativ verhalten. Sagt sie, wenn sie nicht permanent da mit der Pitsche hinten dran ist, da tut sich auch nicht viel. Und das ist halt einfach, vielleicht kennst du sowas, vielleicht hast du selber so ein Pferd. Das ist einfach richtig, richtig anstrengend, so ein Pferd zu reiten. Und gerade dann in so einer Dressurprüfung, da, ja, das ist einfach blöd. So, also jetzt ist die Frage, wie kann man das lösen? Also ich sag dir jetzt, was ich der Dame erzählt habe. Du musst am Boden anfangen. Das ist das Wichtigste. Weil wenn es am Boden schon nicht funktioniert, das war ja auch der Fall, dann wird es unterm Sattel auch nicht funktionieren. Und ich habe ihr gesagt, und ich weiß, du hast es schon tausendmal gehört, aber es ist immer wieder wahr, weil es ist das, was du machen musst. Mach das Pferd an. Mach es einmal an. An. Wirklich. Trigger den Fluchttrieb. Ja, ich weiß, viele, die fallen jetzt in Ohnmacht und sagen, das kann ich doch nicht machen. Doch, das musst du machen. Du musst das Pferd mal wieder anmachen. Weil das Ding ist, und das habe ich der Dame auch gesagt, ich sage, dein Pferd ist nicht am Schenkel. Es ist nicht, dass du mit dem Schenkel nicht durchkommst und Seitengänge jetzt üben und Schenkelweichen, das ist alles kontraproduktiv, weil es nimmt noch mehr Schub aus diesem Pferd heraus. Jede Seitenbewegung bei einem Pferd, was nicht nach vorne geht, nimmt noch mehr Schub raus. Was du brauchst eine Vorwärtsbewegung und dann fängt das Pferd auch wieder an, aufmerksam zu werden. Weil Grund auch für diese Triebigkeit ist, dass das Pferd nicht bei dir ist. Dieses zähe Gefühl, da denken wir dann oft, die Pferde sind stur, die sind stumpf, die sind nicht stumpf, die sind einfach nur nicht auf unserer Frequenz. Und dann hören die auch nicht zu und dann sind die auch oft so bleiern. Aber in dem Moment, wo die wieder auf unsere Frequenz kommen, und das erreichst du über die Bodenarbeit, dann werden die auf einmal wieder leicht, dann hören die dir zu. Und dann ist das, was vorher schwer war, wird auf einmal ganz leicht. Das ist das, was ich ihr gesagt habe und das ist auch das, was ich dir sage. Wenn du jetzt so ein ähnliches Problem hast und du hast damit zu kämpfen, also überhaupt zu kämpfen mit deinem Pferd, allein das ist ja schon etwas, was wir nicht haben wollen. Und sehr viele Pferde sind triebig, die gehen nicht nach vorne. Und da geht es nicht darum, im Kleinen an irgendwelchen Schenkelhilfen zu arbeiten. Wirklich, die Zeit, das kannst du dir echt schenken, das brauchst du nicht. Du musst an den Kern. Muss das Pferd erstmal aktivieren, dass wieder die Fenster aufgehen. Weil die Fenster sind ja zu, die Jalousien sind unten, ist alles dicht. Also schickst sie erstmal nach vorne, dann machen die wieder auf und dann können wir miteinander reden. Und dann wird alles viel, viel einfacher. Das ist das, was ich machen würde, wenn ich mit so einem Pferd arbeite. Die Frage ist, wie setzt du das um? Hängt ganz viel von deiner Energie ab. Je stabiler du bist, je präsenter du bist, ohne dominant zu sein, umso leichter kann dein Pferd dich verstehen. Also das hängt dann natürlich von dir ab. Aber das ist im Groben jetzt das tatsächlich, was so ein Pferd braucht. Probier's doch mal aus.